Aber wir testen es jetzt einfach mal. Und zocken einfach mal drauf los. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal ein bisschen was gesehen, dass das so ist. So. Die Helligkeitseinstellung. Passen Sie die Helligkeit an, bis das Logo auf der linken Seite verschwindet und das Logo auf der rechten Seite kaum noch sichtbar ist. Ich sehe gar kein Logo, wenn ich das mal sagen darf. Ah, hier. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite kaum noch sichtbar ist. Jetzt kommt er drauf an. Jetzt ist hier ein bisschen hell in meiner Bude. Hä? Lass ich es mal so. So soll schon passen. Was wohl das X bedeutet. Jede Entscheidung, die du triffst, wirkt sich auf die Zukunft aus. Dieses Symbol bedeutet, dass du die direkte. Das ist halt mit so echten Schauspielern, weil den Schauspieler kennt man zum Beispiel vom Blitz. Ich kenne ihn jetzt vom Blitz. Ein anderer kann sein, dass er woanders mitspielt, nur der gerade da war. Gesie, jetzt kommt mir nicht bekannt vor, jetzt vom Bild her, aber der Typ, der gerade da war vom Blitz, der hat den Copkiller da gespielt, der von der Jesse Statham dann jagt. Und der andere da, glaube ich, den ich spiele, die Hauptperson, den kenne ich von Smallville, der spielt da den Jamie Oliver. Also, bin ich jetzt mal gespannt, der da jetzt kommt. Den kenne ich halt von Smallville, der spielt halt den Jamie Oliver. Das ist halt alles ein bisschen, muss man mal schauen. Schauen wir mal Optionen, ja, schauen wir mal Optionen, was es alles so gibt. Ja, da gibt es das, das hier, ja, genau, ja, okay, das kennt man von anderen Spielen. Anzeige ist, glaube ich, Deutsch, brauche ich Untertitel nicht, das ist aus, genau. Und raus hier wieder aus denen, gehen wir auf Neu starten. Gehen wir auf Leicht, weil wir wollen ja nur noch 3D-Shooter gespielt, na, bin noch nie. 3D-Shooter kenne ich gar nicht, bin nicht erfahren, spiel nie und sowas, habe ich noch nie gespielt. Also Spaß. Ja, auf jeden Fall, ich mir, das ist mir auf Story Wert legen, das finde ich immer cool, weil ich spiele die Spiele eh immer auf leicht. Eigentlich so, wenn es geht, Schwierigkeit immer auf leicht, weil ich sehe das nicht ein, dass ich das auf schwer spiele. Und ich glaube, wie ich mich erinnern habe, ich habe noch alle Zähne gesehen, das ist echt Schauspieler, halt nicht Computergrafik, ich glaube, das sind sogar echt so Dinge. Schauen wir mal. Jetzt halten wir mal die Burschen. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow. Hey Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Der Eindruck macht eigentlich einen guten Eindruck, halt so von der Steuerung her und allem kann man nichts sagen. Hier kann man was angucken. Paul, Jack. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören.
Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Aber hier kann man dann... Okay, interessant. Missionsziel. Das lesen du ihn nicht durch, das ist mir... Die nicht schwätzen vielleicht. Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Schatz, können wir jetzt nach Hause? Hey, hier ist Bobby Redford am Ende seiner Nachtschicht. Wie geht es Ihnen da draußen, Bewohner von Riverport? Sind Sie noch unterwegs? Wachen Sie gerade auf? Oder gehen Sie zu Bett? Überzeugen kannst. Oh, Fernsehen, ey. Das ist Wasser schon mal. It's not a lake. It's an ocean. He's been gone for 5 years. So, jetzt ist er. Schau hier, wie jetzt nicht an, ey. Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht, wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden, ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Um 4 Uhr morgens? Ja, ich weiß. Nun, wir leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach. Gut, klär mich auf. Okay. Was würdest du davon halten, wenn ein Monopolunternehmen deine Lebensgeschichte komplett durch den Dreck ziehen würde? So viel zu Smalltalk. Gut. Denn die schicke Bibliothek dort drüben ist über 100 Jahre alt. Sie gehört zum historischen Erbe der Stadt und Monarch Solutions hat vor, sie morgen abzureißen. Möchtest du wissen, warum? Wir haben eine Grafik mit allen Details. Hier, sieh dir die Grafik an. Hab ich doch schon angeschaut, oder? Monarch reißt die Bibliothek ab, um ein weiteres Forschungslabor zu bauen. Und wofür das alles? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Um ihre Konzernagenda durchzusetzen. Schau dir diese Zahlen an. Nach und nach übernehmen sie die Stadt. Und niemand will es wahrhaben. Sieht nicht gut aus. Hey, ich muss mich jetzt mit meinem Freund treffen, aber gib den Kampf nicht auf, okay? Na gut, viel Spaß mit deiner Affäre. Nicht ganz. Paul war schon immer erfolgshungrig, vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce. Höchstpersönlich. Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Da lang. Wir gehen nach oben ins Labor. Wie war der Flug? Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Hier rein, Jack. Fahren wir nach oben. Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder?
Machst du immer noch Sorgen, ne? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack! Ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten. Es wird die ganze Welt verändern. Warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Wie käme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Schockierend. Okay. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Na los, komm doch einfach zum Punkt. Du hast dich kein Stück verändert. Ich mache einen guten Eindruck, das Spiel. Hier bist du so ein bisschen so Ding, ein bisschen so Fahrtsatz, zieht sich so ein bisschen immer das Zeug hinterher, aber ob das Spiel so gewollt ist, das ist. Grafik ist gut. Willkommen zum Projekt Promenade. Ach du Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Du hast mich immer in so etwas hineingezogen. Ich? Ich hab dich hineingezogen? Ich sage nur ein Wort, Utah. Ha, okay. Touché. Und was ich so höre, hast du in den letzten Jahren auch ohne mich genug Ärger am Hals gehabt. Nun, ganz offensichtlich ist das eine meiner Stärken. Jack, du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet, aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Jack, ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Also, was ist das hier? Korridorschemata. Wenn man sich im Uhrzeigersinn bewegt, reist man in der Zeit vorwärts. Gegen den Uhrzeigersinn rückwärts. Oh, das ist so, als hättest du eine Uhr erfunden. Richtig. Jahre vor unserer Zeit. Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kononleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Jack, wir müssen weitermachen. Da wird nur die Kronon-Leitung initiiert. Sicher, dass das so richtig ist? Die Messung ist stabil. Was war das? Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier? Das wirst du gleich sehen, hier entlang. Wir müssen den Korridor anheben. Wie in alten Zeiten, was?
Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Ich hatte früher schon so einiges mit Paul getrieben. Aber das hier war etwas anderes. Allerdings wusste ich immer noch nicht, wie schwerwiegend und weitreichend die Konsequenzen sein würden. Wie konnte ich auch? Aber ich kannte Paul. Er spielte den Coolen, aber ich sah, dass er nervös war. Es ist soweit. Wir machen es wirklich, Jack. Das wird der Wahnsinn. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du brauchst ihn, um den Korridor zu aktivieren. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe. Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir es raus. 3, 2, 1. Jack! Was denn? Du hast nicht null gesagt. Mann, wir müssen uns auf ein paar Regeln einigen. Okay, du drehst den Schlüssel, ich mache mit. Das muss reichen. Verdammt, Paul! Was ist das? Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus. Und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte mal, dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Das ist eine verdammte Zeitmaschine. Ich werde der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist, wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit. Wir haben jeden einzelnen Test bestanden, jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. 2 Minuten in die Vergangenheit. Merk dir diesen Moment. Paul, was? Wie? Keine Sorge. Alles okay, bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig, jetzt gibt es dich zweimal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Das hier ist genau das, was passieren sollte, dass er... Er ist eine Zukunftsversion von mir aus... 2 Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine, was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warnen. Krankheiten heilen, bevor sie sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim zweiten Mal immer noch gut an. Meine Güte. Jetzt geh du in die Maschine. Den Kreis schließen. Ja, ja, natürlich. Warte, Paul, was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um hier zu sein. Und wenn du das nicht tust? Es gibt kein Was, wenn. Ich bin hier, es ist schon geschehen. Du hast es gesehen, Jack. Wir haben es geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf 5 Minuten in die Zukunft ein. Sieh die Maschine ein. Was tust du da? Oh nein. Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Nein, 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 nein. Halt ihn Halt's auf. Maul. Er beschädigt den Kern. Jetzt, warte mal. Wir können es nicht abschalten. Paul ist noch da drin. Will. Halt's Maul. Sieh Halt's Maul. Sieh mich an. Nimm die Waffe runter, dann reden wir. Okay? Dafür ist keine Zeit. Du denkst nicht klar. Nimm die Waffe runter. Heilige Scheiße, Will. Die Zeit wird enden. Jack, bitte vertrau mir. Sonst was? Halt ihn auf!
Nein, ich hol dich da raus. Oh Gott, oh nein. Nein, 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 nein. Alles okay? Ich glaube ja. Ich will deinen Weg raus. Kümmere du dich um Will. Ja. Okay. Und du, was ist jetzt passiert, ey? Wills Worte halten in meinem Kopf wieder. Die Zeit wird enden. Was zur Hölle? Das ist verrückt. Will! Will! Komm schon. Zustand. Was haben wir getan? Sie hat mich gewarnt. Ich wusste, dass sie recht hatte. Die ganze Zeit über. Ich habe Paul gewarnt. Es hätte vermieden werden können. Es ist zu spät. Komm! Die klemmt! Das sollte nicht passieren! Die Zahlen sind doch... Die Anomalie ist kollabiert. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Jack! Sie entkommen, hey. Ja, gute Story auch. Schaut mal ganz gut. Wir können durch die Luke fliegen, durch die ich gekommen bin. Ich wollte Paul nicht im Stich lassen. Aber es gab keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Ich wusste nicht, wo er landen würde. Schnell! Interessant ist. Feuer frei! Was zur Hölle? Schnell! Hier entlang! Jack, deine Hände. Wir müssen weiter. Nein! Hier lang. Weiter. Das war das erste Mal, dass sich meine Kräfte bemerkbar machten. Ein unkontrollierbarer Energieschub, der Will gerettet hat. Jack, weil du so nah am Impuls warst, muss er deine Verbindung mit dem Chrononfeld verändert Will, haben. Was ich da eben getan habe. Was zum Teufel ist hier los? Das versuche ich dir gerade zu erklären. Aber nicht so, dass ich es verstehe. Eine Explosion ist schlecht für die Zeit. Wenn die Zeit ein Ei ist, dann ist dieses Ei jetzt zerbrochen. Das Zeitei ist im Arsch. Was? Oh, jetzt klingelt's. Warte, jetzt kommen gleich wieder die Jungs.
Also Post war das Post. Spielen wir gleich weiter. Wieso geht es denn jetzt um Eier? In der Zeit ist ein Riss. Sie bricht auseinander. Und das führt zum Ende der Zeit und die Tür. Was? Verschlossen. Ich habe keine Zugriffsrechte mehr. Das hat nichts gebracht. Geh zur Seite. Ich krieg sie schon auf. HQ, sicheres Hörbuch. Will, da sind noch mehr. Versteck dich. Haltet die Augen auf. Könnte sein, dass sie hier entlang sind. Sie kommen hier rein. Ich habe Paul gewarnt, dass die Berechnungen falsch sind. Ich habe versucht, dich dazu zu bringen, mir zuzuhören. Indem du mir eine Waffe vor die Nase hältst? Ja, eine Waffe. Das anerkannte Symbol für Hals, Maul und hör mir zu. Wie immer, ganz logisch. Psst. Du. Nein, was denn? Ich weiß nicht. Ist alles in Ordnung? Sicher, dass er nicht wieder rauf ins Labor ist? Vielleicht ist er zurück und hat versucht, mit dem Service-Lift zu... Das ergibt alles keinen Sinn. Wie? Warum bist du überhaupt hier? Das ist im Moment deine größte Sorge? Versteckt zu scheuchen. Paul bat mich, dein Chaos in Ordnung zu bringen. Mein Chaos? Verstehst du überhaupt? Kümmere mich drum. Ich sehe da hinten überhaupt nichts. Vielleicht muss ich dahinter kriechen. Scheiße! Spider-Team, sich Kontakt. Los. Du kennst die Zusammenhänge überhaupt nicht, Jack. Du warst nicht hier. In 6 Jahren ist viel passiert. Hier geht es um mehr als uns. Nimm's nicht persönlich. Sie versuchen uns zu töten, Will. Das ist schon sehr persönlich. Glaub mir, das Letzte, was ich wollte, war, dich mit reinzuziehen. Es tut mir leid. Das ist schon cool gemacht, ey, das Spiel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ihr habt mal so Clips in der Art Zeit wird immer größer. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Wie? Als erstes müssen wir zu meinem Wagen. Mach du das mit der Tür. Will, runter! Oh Gott! Du bist bewaffnet. Eröffne Feuer! Wir sitzen fest! Hab ich auch schon bemerkt. Himmel! Will, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Aber Jack, das war... Ich weiß. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. Ich habe schon mal eine Knarre benutzt. Ich war schon in brenzligen Situationen, aber ich wurde noch nie von professionellen Gangstern gejagt. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Da ist der Lift zur Lobby. Er kommt runter. Versteck dich! Nicht schon wieder. Los, 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 los. Die Zeit spielt wieder verrückt. Ach was. Wir müssen los. Hast du das gehört? Sie kennen unsere Namen. Sie wussten, dass wir hier sein würden. Sie sind hinter der Zeitmaschine her. Der Lift. Er ist der einzige Weg hier raus. Wir können nicht zu deinem Wagen. Mona könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Ich muss... Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also, erklär mir das mal, Will. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut, vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Okay. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal.
Irgendwie konnte ich mich darauf konzentrieren und Will aus seiner Starre lösen, auch wenn die Welt noch eingefroren war. Anomalie. Sie hat recht. Mit dem Rest. Mit allem. Wo steht dein Wagen? Hier entlang. Sie sollen aber irgendwann mal aufhören, weil irgendwann muss ich mal kurz weg. Er muss ja dann irgendwann noch mal abhauen. Dieses Weiter. Mädchen habe ich getroffen, als ich hier unterwegs war. Was machst du? Sie soll sich bewegen. Sie bleibt erstarrt. Es hat bei dir funktioniert. Warum funktioniert es bei den anderen nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas mit den Kronenpartikeln zu tun. Schau sie dir an. Das ist eine verdammte Invasion. Was machen sie? Und warum? Sie schnappen sich alle. Alle Zeugen, die von ihren Unternehmungen wissen. Wir können durch den Hörsaal zum Parkplatz gelangen. Du sagtest, du wärst darauf vorbereitet. Woher wusstest du, dass es passieren würde? Beth Wilder. Es ist kompliziert. Ich erkläre es im Auto. Durch diese Tür. Die Anomalie ist kollabiert. Für den Moment. Oh nein, nein, mein Wagen. Sie bewachen den Parkplatz. Oh Gott, das ist... Okay, Will. Beruhige dich, okay? Ich kümmere mich darum. Ich werde mich durchkämpfen. Ich hol das Auto her. Bist du sicher, dass du das schaffst? Nein, bist du sicher, dass du die Zeit retten kannst? Nein. Dann sind wir wohl quitt. Hier, die Schlüssel. Hey, Jack. Sei vorsichtig. Ja, okay, werde ich. Okay, aber ich breche jetzt hier ab. Wir spielen den zum Auto dann anders mal, weil es hat jetzt keinen Sinn. Drücke Y. Was zur Hölle? Ah, okay, da kann ich das machen. Okay, meine Kräfte wurden stärker. Okay, cool. Ich konnte jetzt Dinge fühlen. Warnungen. Und auch Echos aus der Ich habe gerade Befehle von Monarch Action. Aber das machen wir anders mal, sonst komme ich nicht. Ich muss jetzt gehen, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, meine Freunde. Bis dann.